So, neuer Tag, neues Glück. Das war der falsche Knopf. Ich würde sagen, ich baue mir zuerst mal eine neue Kiste. Weil ich langsam so viel Kram habe, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. So. Ich brauche also noch Nägel und Eisenteile. Muss man schnell mal machen. Kann ich eigentlich den Kram da mal ablegen? So, eine Kiste. Wo stelle ich den jetzt hin? Wo sie nicht stört. Die könnte man eigentlich hier unten so entlang stapeln. Dann könnte ich eigentlich glatt noch eine bauen. Wenn wir schon dabei sind. Genug Material haben wir ja. Dann bauen wir da schnell noch eine zweite. Ah, nee, Kreissäge war das. Okay, hier würde ich auch noch hinkriegen. Interessant, aber dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr dran, wenn ich das auch zupflaster. Bretter können hier rein. Was sind das? Honig habe ich hier noch. Oh, jede Menge Kram. So, ich nehme jetzt mal die äußere Kiste für anderen Kram. Sechs Stück muss ich noch reintun. Dann habe ich ein Stack dabei. Die Feder legen wir mal ab, den Honig. Die Beeren. Das können wir hier wieder abladen. Nein, du nicht. Jetzt haben wir eine Leiche. Nein, was habe ich jetzt schon wieder abgelegt? Den Ruhestand schon wieder. So, schauen wir uns das Prachtstück hier mal an. Nicht gut. Wir versuchen es jetzt einfach mal auf gut Glück mit den Innereien. Dann sehen wir, was dabei rauskommt. Okay, ich habe zwei Rohde entfernt. Das heißt, wenn wir jetzt das Blut rausnehmen, ist der Rohde umgewandelt. Genau. Wo sind jetzt meine Spickzettel? Nein, das ist er nicht. Nicht. Ohne mein Spickzettel bin ich jetzt ein bisschen aufgeschmissen, weil ich da meine Anleitung habe, was welche Innereien jetzt genau verursachen. Oh Gott, so viele Zettel. Aber nicht den, wo ich brauche. Nein, du bist auch nicht. Oh, schlecht vorbereitet. Tut mir leid. Oh, wo ist der? So weit kann es doch gar nicht sein. Eieiei. Das sind die von Dysons 4 Broken. Das bringt mir gerade nicht besonders viel. Oh.
Weil auswendig habe ich das jetzt nicht mehr im Kopf. Na, dann müssen wir es auf gut Glück jetzt versuchen. Wenn wir den Schädel rausnehmen, das fügt dann wieder einen roten komplett neu hinzu, glaube ich. Beziehungsweise hoffe ich. Okay. Lag richtig. So, wenn ich jetzt das Fett rausnehme, wandle ich den wieder um zu einem weißen. Ich habe dann wenigstens eine 5er Leiche. Okay, das muss ich mir halt jetzt merken. Ach, das habe ich noch gar nicht kaputt. Achso, stimmt, weil es ja dann ein Minus gibt. 98%. Uiuiui. Okay, ist noch nicht vergammelt. Habe ich jetzt eigentlich noch... Ne, sieht schlecht aus, ne? Das würde 2 hinzufügen. Wie sieht es denn mit den Rahmen aus? Fügen 3 hinzu und ich habe ja 5. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur eine Umrandung aus Stein und das Holzkreuz und ich habe es ja komplett. Haben wir hier die Nacht wieder durchgearbeitet. Wo habe ich den jetzt eigentlich hingebaut beim letzten Mal? Achso, das ist ja das Ding jetzt, ne? Ja, genau. 2 fügt 3 hinzu. Das ist Materialhammer. Perfekt. Und jede Menge blaue Punkte. Warte, kann ich da noch mehr davon herstellen, wenn ich schon dabei bin? Ah, 3 Stück. Da kommen ordentlich Punkte bei rum. Da bräuchte ich halt jetzt noch Steine und... die hier. Ja, das sollten wir eigentlich noch hinkriegen. Aber dann habe ich genug Material oben am Friedhof, um mehrere Gräber dann machen zu können. Ist auch nicht unbedingt verkehrt. Ich brauche aber Steine. Ich könnte doch das Zeug da auch mal weghacken. Ja, das gibt jetzt gleich wieder hier eine Farmrunde. Weil ich natürlich alles hier will. Normal, ne? Die Slimes hätte ich auch gern. Gibt Wackelpudding. So, da sind noch Bären. Dann nehme ich die Bienen noch mit. Ganz wichtig, dass wir dann auch mal unseren eigenen Bienenstock bauen können. Leider keine Biene. So. Nehmen wir auch einen dicken mit runter. Da müssen wir eigentlich so langsam hier wirklich alle Steine weg haben. Noch, dann nehme ich euch das hier gerade mit.
Bienenwachs. Da muss ich schon mal drauf geklopft haben. Also rein rechnerisch müsste ich jetzt schon jede Menge Stein eigentlich in den Taschen haben. Ich sehe es gleich. Ist das auch noch einer? Ja. Und du? Du auch. Oh Gott. Jetzt muss ich halt wieder zuerst zur Leiche. Da war ich ein Ticken zu langsam jetzt, weil ich halt das Grabzeug noch nicht fertig habe. Da muss ich noch ein paar Mal hinterherlaufen. Naja. So. Ja, da kann ich nicht besonders viel machen. Oh, Energie. Und das Fett. Ich will meine eigenen Zombies. Ich muss zusehen, dass ich die Kirche auch ein bisschen hochkriege. Und dann brauche ich auch neue Gebete. Oh, ist immer noch so viel zu tun. So, da haben wir ja noch die. Die habe ich ja da. Jetzt habe ich den Debuff. Super. Wo waren das? Da. Soweit fertig. Da brauche ich nur zwei. Du warst. Nee. Ich habe schon wieder vergessen, welches es war. Muss eins mit Stein sein. Da. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal hinlegen. Wo habe ich meinen Stein eigentlich gelassen? Da. Ach, das war das letzte Brot. Ich fühle mich so erfrischt. So, weiter geht's. Die Kreuze wollte ich. Da kann ich drei Stück machen. Kommen auch ein paar blaue Punkte bei rum. So, und dann habe ich hier noch den hier. Den machen wir auch mal kurz klein. Steine. Das kann ich jetzt hier nicht ablegen. Wollte ich hier reinlegen, den Wachs, den Honig. Ja, das war's. Habe ich da noch Glas? Jede Menge. Oder machen wir erstmal die?
Komm, machen wir erstmal die. So, dann bringe ich das kurz mal zum Friedhof, lege das ab. Das eine Grab mache ich noch fertig. Und dann würde ich sagen, machen wir kurz den Garten. Hier, ne? Ja. Mache ich kurz den Garten und dann gehen wir nochmal in den Keller. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir beim letzten Mal diesen Destillationswürfel nun gebaut haben oder nicht. Wenn nicht, dann machen wir das. Also ich habe jetzt nur diese paar Felder und bin eigentlich schon jedes Mal recht gut bedient. Ist halt doch ein bisschen aufwendig. Ups. Da pflanze ich schon wieder das erste Zeug an. Ja, Kohl können wir auch. Die Rüben. Das wird nicht leer. So, was haben wir noch? Ich habe jetzt Weizen noch. Und da reicht es nicht mehr. Also Weizen. Na, geht genau auf. Eigentlich kann ich da alles reinlegen. Oh, da kommt die nächste Leiche. Der hat's ganz schön eilig. Ohne Scheiß. Na gut, kriegen wir wenigstens ein paar Friedhofspunkte. Nee. Da kann ich auch nicht viel machen. Ist wieder eine 5er. Karotten sind auch noch unten drin. Perfekt. Ich müsste echt mal die Urkunden jetzt verkaufen. So, greife ich auf die Kiste zu? Ja. So, sind wir bei 48 Punkten. Wie viel wollte der eigentlich haben? 30 auf dem Friedhof. Das haben wir ja erreicht. Und 20 in der Kirche. Dann kommen wir eigentlich da lang. Kann ich da schon... Nee, kann ich nicht. So, dann gehen wir das mal durch. Das ist ja das Regal. Das ist der Kirchenarbeitstisch. Das ist der Handmixer. Der normale Arbeitstisch. Alchemietisch. Und... Alchemie-Mühle, also haben wir den Würfel noch nicht. Und warum nicht? Handmischer, da. 20 Steine und 8 Komplexe. Das kann ich mir, glaube ich, merken. 20 Steine, 8 Komplexe.
Was ist da drin? Nix. Gut, dass wir so viele Steine jetzt gefarmt haben. So, mal schauen, ob ich die komplexen welche auch nicht haben. Jetzt. Eins. So, 20 Steine. Okay. Einen komplexen. Ich brauche aber 8. Dann brauche ich auch 8 von denen. Wird zwar jetzt schon hell, aber besser schlafen, als bevor ich das ganze Brot hier jetzt reinfutter. Dieses Mehl machen und Brot backen ist immer so mühselig. Und wir können mit einer Predigt halten heute. Ha. Oh, gerade habe ich das Glas rein. So, die kann ich wieder oben ablegen. Habe ich irgendwie zu viel gemacht? Keine Ahnung. Machen wir mal da. Na. So, und da haben wir das gute Stück.